Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind hier auf Kim from the Vlog, meinem Vlog-Kanal. Und hier kommt heute der letzte und abschließende, wirklich aufklärende Teil der Van-Reise. Ich war ja letztens in Australien mit Adrian, er hat mich da sehr unterstützt. Ist er mit mir hingeflogen, hat alles mit mir organisiert. Und einmal danke deswegen. Und ja, Mann, ich war ja vor 3 Jahren in Australien, habe da eine Van-Tour gemacht und so. Und der Van ist ja da geblieben, weil ich 2 Wochen eigentlich nur nach Thailand wollte. Aus Thailand wieder zurück nach Australien wollte. Ging aber nicht wegen Corona, deswegen musste ich wieder nach Deutschland. Und den Van konnte ich einfach nicht holen, nicht dahin. Deswegen ja. Und deswegen bin ich jetzt vor ungefähr 4 Wochen nach Australien geflogen. Hab das alles geklärt, falls ihr das verfolgt habt, ne? Dann wisst ihr ja, wir haben den Van gefunden, wir haben den Schlüssel gefunden, wir sind zum Van hin, wir haben den Van ausgeräumt, ich habe meinen Playbutton wieder, ich habe alles wieder, mein iPad und so, die Drohne. Und jetzt nur noch die Frage, springt der Van an? Wie? Was passiert jetzt mit dem? Und das werden wir jetzt hier heute klären. Das ist auf jeden Fall auch nochmal spannend. Ich dachte, das enthalte ich euch nicht vor. Ich habe tatsächlich es vergessen. Ich war so, okay, die Van-Dings ist abgeschlossen. Aber dann habe ich letztens einen Kommentar gelesen, so, hey Kim, du wolltest uns noch zeigen, was jetzt mit dem Van ist. Und ich war so, oh mein Gott, ja. Deswegen, here we go. Starten wir einfach mal. Jetzt ist die Frage, bringt dieser Wagen an? Ich würde sagen, das Ding ist, ich bin eigentlich nie gefahren. Ich weiß nicht mal, oh Gott, nicht, dass ich hier gleich irgendwo hinrolle. Ich setze mich mal hier rein. Ach du Scheiße. Also guck mal, muss man bestimmt durchkriegen, ne? Alles klar, ich glaube, das ist der Moment, an dem wir einen Mechatroniker rufen werden und sagen werden, hey, bring das gute Ding doch einfach mal zum Laufen. Das wird, glaube ich, die Challenge sein. Ich krieg den Schlüssel hier auch gerade nicht mehr raus. Air-Condition on. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie der da rausgeht. Okay, dann lassen wir jetzt durch den Profi raus. Ich habe auch hier eben, ich habe hier eben einfach so eine Karte gefunden von einem Mechatroniker. Ich weiß gar nicht, ob der noch existiert. Aber wir könnten ja einfach, lol, da steht Melbourne. Okay, da sind wir gar nicht. Wir müssen irgendwie anders führen. Es wird jetzt wahrscheinlich schwierig, jemanden zu finden, der jetzt sofort kommt. Ich glaube, wir müssen einen Termin vereinbaren. Ne? Das bedeutet, wir lassen den Van jetzt wieder hier stehen, nehmen erstmal alle Sachen mit. Der Van ist jetzt leer, wir haben ihn gefunden, das ist gut. Und jetzt kümmern wir uns darum, dass wir mit jemandem herkommen, der sich damit auskennt. Wir schildern ihm das ganze Problem und so. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal was essen und uns stärken. Aber ey, ich kann es nicht fassen, ne? Mal, wir müssen erstmal die Drohne aufladen und das iPad und dann, ja. Also eigentlich war es ja klar, dass er nicht mehr anspringt. Deswegen war das jetzt keine so krasse große Überraschung. Aber ja, jetzt mussten wir uns natürlich erstmal darum kümmern, Mechaniker zu organisieren und so. Das ja, ist irgendwie auch gar nicht mal so leicht, weil immer wenn ich denen das erklärt habe am Telefon, waren die so, nee, habe ich heute leider keine Zeit mehr vor. Und wir waren ja voll unter Zeitdruck, weil wir waren ja 1 Woche in Sydney und am letzten Tag haben wir das alles erst gemacht und so. Und dann hatten wir uns hier einen neuen Van gemietet, so einen VW-Van, so mein größter Dream. Und den hatten wir dann schon bekommen, den mussten wir auch abholen, deswegen sind wir schon raus aus Sydney. Aber das mit dem Van war noch nicht geklärt, das bedeutet, wir sind wieder mit dem neu gemieteten Van zum alten Van gefahren. Wir mussten sowieso was in Sydney abholen, weil wir bei, ja, es hätte alles gleich. Auf jeden Fall ist was richtig Crazyes passiert. Freunde, das ist jetzt nicht wahr, ne? Wir waren bei so einem Bärbemalkurs, ne? Und jetzt sind wir ja den letzten Tag gerade in Sydney, weil wir auch einen Van gemietet haben und damit nach Dings, ne, ins Wärmere fahren, ab in den Süden. Also es ist eher Norden, aber trotzdem warme. Und wir wollten das direkt verbinden, dass wir halt jetzt das mit dem Van erledigen und unsere Beeren abholen, die wir bemalt haben. Das war in so einem Kurs und dann, ja, das musste trocknen. Und es war die ganze Zeit so kompliziert, weil die meinten, wir kommen zu eurem Hotel und dann waren wir nicht mehr da und jetzt war alles voll kompliziert. Und jetzt meinten wir gerade, ey, wir können das nicht so ganz abschätzen, wenn wir vorbeikommen können zu deren Shop halt, ne, weil der auch halt in dem Bezirk ist, weil wir nicht wissen, wie schnell das mit dem Van geht. Und jetzt hat sie einfach gerade geschrieben, we live at Muller-Dingsbums, so, das ist halt, die leben da einfach in diesem Gebäude. Hä? Hey guys, that's actually perfect. So we're at 1 Muller Lane, so exactly where you are getting your car done is exactly where we are. So maybe we can just meet up exactly there and then we can just bring the bears over to you. What do you think? Ey, das ist perfekt. Das bedeutet, die können uns auch da reinlassen. Die wohnen doch nicht im selben Haus, Alter. Doch, das ist doch übel das große Haus. Laber kein Dicker. Das wäre so eine Matrix, Alter. Wir nehmen eine Simulation. Das wäre krass, das wäre so krass. Ne? Das boah, dann kann sich dieser Nico, ne, von dem Parkplatz mal richtig schön... Nö, okay, ich schreibe ihm eine Sprachnotiz. That's so crazy. Okay, perfect. Then let's meet there. And yes, okay. Yes, we're gonna be there in like 4 minutes. Ey, das wäre so chillig. Ich sag ihr das jetzt noch nicht. Wir sagen ihr das dann persönlich einfach. We're gonna be there. Was? Habe ich das gerade so gesagt? Zeig mal. That's so crazy. Okay, perfect. Then let's meet there. And there? Yes. Okay, yes, we're gonna be there in like 4 minutes. Wie sagt man das denn sonst? Ich rede ja auch lustig. There. Alles gut. Inzwischen. Wir sind weg hier an der Adresse, 3:45. Also in einer Viertelstunde müsste der Mechaniker auch hier sein und so. One, I was like, oh, how did you know my address? Like, did you come and find me? Did you find me through the bags? It was so funny. Ey, das ist so witzig, ne? Guck mal, ne, wir haben ja hier bei ihr, das war einfach, da haben wir den Kurs gemacht mit den Bären, ne? Und wir wollten die gerade nur abholen und sie
wohnt einfach genau hier an dieser Adresse, wo wir den Van jetzt gleich rausholen müssen. Ne? Und sie hilft uns jetzt. Ne? Thank you so much. That's oh amazing. Good, I'm more than happy to help out. Thank you. Und jetzt hilft sie uns einfach, wartet mit uns auf den, ich sag auch die ganze Zeit Magician, das heißt Magier und nicht Mechanic. Das bedeutet ja, aber ist ja fast das Gleiche. Auf jeden Fall hilft sie uns gleich mit runter zu gehen und dann kommen wir da einfach rein und wir können den Van hoffentlich reparieren lassen. That's so crazy. That is, also ne, die Welt ist so klein. The world is so small. It is so random. Yeah, that's crazy. Very good. Cute. Oh, 298 gefrorene Burger später. Okay, wir sind zurück hier am Van. Jetzt, ich weiß nicht, es ist alles so ein bisschen dubios. Jetzt, Adrian, es musste jetzt gerade Bargeld holen. Jetzt guckt er sich das an. Wir finden den Motor nicht mal. Aber er schaut sich das jetzt gerade an. Okay, er hat halt auch keine Taschenlampe. Sie hat gerade einfach ihre Taschen. I don't speak a word of German, but I'm just here for the vibe. Yeah, it's the vibe. We're just saying what's happening. He just don't have like, you know. Torch and he got yours. He's super prepared. I don't even know if he's like. I don't know. I just on the internet. Oh my god, Kim, you should have texted me. Yeah, you should. I would do. Okay. Oh my god, this is alles so schlimm. Okay. No, I'm not taking a photo of you. She's a vlogger. Yes, I'm vlogging. It's her job. Yeah, but don't take a photo for me. I don't take a photo of you. I just film like the. Yes. On Instagram? YouTube and Instagram. Also, er meinte, wir haben uns das gerade angeschaut, also er hat sich das angeschaut. It's me, you know. No, it's me. Okay. Very expensive. Yeah, I know, I can tell. Er meinte, wenn wir die Batterie austauschen, dann müsste es wieder funktionieren. Aber ich weiß nicht, wir bezahlen jetzt $300 dafür. Reingeschissen. Er hat nicht mal eine Taschenlampe dabei, ich schwöre. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einfach und dann wäre alles chillig. Und dann können wir den auch verkaufen, weil wir haben jetzt schon jemanden, der den nehmen würde, wenn er funktionieren würde. Und dann wäre alles einfach chillig, weil es wäre einfach chillig. Ich finde das so crazy, wie das gerade alles funktioniert hat, dass wir hier runter konnten. Das ist der größte Zufall meines Lebens. Deswegen glaube ich auch, das wird hier funktionieren jetzt. Ja. Und dann, wenn das hier durch ist, können wir nämlich heute etwas anderes starten. Und aus Sydney raus. Also wenn er das jetzt hinbekommt, wäre auf jeden Fall richtig chillig. Ich habe immer Angst, dass man abgezogen wird, ne? Ich finde es auch richtig chillig, dass ich gerade einfach reden kann und mich niemand versteht. Just to let you know, these two is from Germany. Really? You can add it. Yes, amazing. We have very nice magician stuff. Mechanic stuff. Ich bin super gespannt. Also wenn der jetzt gleich anspringt, ne, dann springe ich hier in Dreieck. Das ist eine Motherfucker Battery. Die wird da jetzt mal reingebaut. Also wenn das jetzt anspringt, ganz ehrlich, das wäre crazy. Der Blinker war auf jeden Fall gerade an. Also irgendwas passiert schon mal. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Das Ding ist, der Van wurde ja erst von einem anderen Parking-Spot zu dem hier gebracht, also mit so einem Abschleppservice. Und die haben den Blinker einfach angelassen und deswegen ist die Batterie wohl leer. Krass. Okay, es macht ein Geräusch. Okay, er meinte, wir müssen wahrscheinlich Benzin reintun, aber irgendwie hat es gerade ein gutes Geräusch gemacht. Oder auch nicht. Also der ist jetzt auf jeden Fall noch nicht angesprungen. Kann sein, dass da nur noch Benzin rein muss, aber ich habe keine Ahnung. Okay, irgendwas wurde da jetzt gerade noch am Motor gemacht und an irgendwas anderem und jetzt versucht es auf jeden Fall nochmal. Hm. Oh mein Gott, das ist so spannend. Das Spannende ist spannender als jede Fußball-Weltmeisterschaft. Ich kenne mich halt eigentlich auch gar nicht aus mit Autos, aber es hört sich für mich fast so an, als ob so ein... Das ist voll spannend, oder? Kann ich diesem Typen einfach sagen, ey, komm, hol ihn ab und dann kann heute ein anderes Abenteuer starten. Das ist jetzt richtig gut. Ich habe eben noch ein Video gemacht. Ich schicke das jetzt, weiß gerade gar nicht, wie er heißt, Alex oder so. Ich schicke ihm das jetzt und dann, ja man, müssen wir nur noch herausfinden, wie wir uns den Schlüssel geben und dann ist dieses Kapitel eigentlich abgeschlossen. Okay, jetzt möchte ich den aber selber auch nochmal starten. Das Ding ist, er meinte, wir sollen den so 15 Minuten nochmal anlassen und das ist jetzt 10 Minuten mehr. Aber wir schauen jetzt lieber zur Sicherheit nochmal nach, ob der jetzt auch wirklich anspringt. Ah, läuft der schon? Ach so. Endlich, oh mein Gott. Das war der größte Film und das war das Spannendste, was ich jemals in meinem Leben hier durchlebt habe, Alter. Und ich bin froh. Oh, endlich, jetzt kann man das abschließen. Nicht nur den Van, sondern auch dieses Kapitel.
Dass der Van angesprungen ist, ist auf jeden Fall sehr gut, weil so konnten wir den jetzt auch verkaufen. Genau, der Van ist verkauft. Erst dachte ich so, okay, wenn der es nicht mehr anspringt, dann muss es verschrottet werden. Dann war ich so beim, okay, wer kauft den jetzt? War ich so, okay, shit, wie geht man an die Sache ran? Schreibe ich in so eine Facebook-Gruppe, mache ich einen Aufruf auf Instagram, rufe ich so einen Händler an oder so. Es gab halt schon mehrere Optionen. Aber ich war mir die ganze Zeit voll unsicher. Ich war so, Digga, wie verkaufen wir jetzt dieses Ding, Alter? Ich hatte auch Kontakt mit Maurice, weil ich so ein bisschen, ne, wir hatten das ja damals zusammen gemacht und deswegen habe ich ihm auf jeden Fall auch nochmal geschrieben, dass ich dahin fahre und so. Und ja, Mann, dann meinte er hätte noch einen Freund in Australien, der den kaufen würde. Und dann habe ich mit dem Freund da geschrieben, wir nennen jetzt einfach mal Peter. Und Peter, ne, dem habe ich dann geschrieben und der meinte so, hey, ja gerne und so, ne, voll geil. Und ja, Mann, deswegen, ich habe ihm dann auch Videos von dem Van geschickt und alles, ne, er war dann begeistert. Und ja, dann wollte ich den Schlüssel zu ihm senden und dann wurde ich auf einmal richtig krank. Und irgendwie habe ich das dann vergessen. Und dann am letzten Tag ging es mir ja wieder gut so, ne, wirklich, das war so der Tag, da war also wieder, okay, ich kann atmen und so, voll chillig, hatte ja voll die fette Grippe. Und dann wollte ich natürlich den Schlüssel lossenden und dann war einfach Ostern und es war einfach keine Post geöffnet und ich war so, okay, fuck. Dann dachte ich, okay, schicke ich das einfach am Flughafen los. Aber die Post hat am Flughafen in Australien erst um 9 Uhr geöffnet und wir mussten aber schon so um 8 Uhr beim Boarding sein und deswegen ging das auch nicht. Dann dachte ich, egal, wir haben ja einen Zwischenstopp in Vietnam, dann versende ich das einfach in Vietnam. Ist ja nicht so ein weiter Weg wie von Deutschland. Ja, in Vietnam gab es gar nichts, außer Burger King und das war so ganz komisch. Dann waren wir halt schon wieder zurück in Deutschland und ich hatte einfach diesen Scheißschlüssel mit in Deutschland. Ja, da musste ich den einfach von hier aus senden und musste einfach 75 Euro bezahlen, weil ich Expressversand gemacht habe und so. Und da stand eigentlich, sollte das innerhalb von 7 Tagen da sein. Aber es ist bisher immer noch nicht angekommen. Peter hat mir nämlich jetzt hier letztens geschrieben und er meinte so, Digga, was ist los? Und so, ich so, Digga, keine Ahnung. Digga. Ich bin gespannt. Ich hoffe, der kommt jetzt einfach an, weil dann ist einfach alles abgeschlossen. Er fährt mit dem Van. Er soll mir dann bitte nochmal einmal so ein Foto schicken, dass alles gut ist und so. Aber eigentlich, eine Sache ist immer noch. Diesem Typen vom Parkplatz, da steht der Van ja jetzt immer noch. Ich bezahle den ja jetzt gar nicht mehr. Stellt euch vor, der hat ihn einfach jetzt abschleppen lassen oder so. Ah, naja. Ich bin gespannt. Ich glaube, richtig komplett, dass ich dann nicht noch eine Sache machen muss, klärt sich das jetzt so in 3 Wochen so in den nächsten. Aber es ist alles geklärt. Ich habe meine Sachen. Es ist alles cool. Und jetzt können neue Projekte auch starten. Kennt ihr das? Man muss erstmal so eine Sache im Kopf abschließen, damit irgendwas Neues auch da sein kann. Ja, Mann. Ich hoffe, euch hat diese ganze Van-Sache gefallen, dass wir das nochmal so ein bisschen aufgerollt haben und so und das abgeschlossen haben, weil, ja, Mann, ich fand's überspannend. Es war voll crazy. Oh mein Gott. Was ich jetzt auf jeden Fall noch machen muss, das ist die Karte von dem Uber-Fahrer, mit dem ich so viel gesprochen habe, der uns zu dem Schlüssel gefahren ist. Der meinte so, hey, hier, nimm meine Karte. Ich will auf jeden Fall am Ende wissen, ob das alles geklappt hat. Ich habe das bisher immer noch nicht gemacht. Ich werde ihm jetzt eine E-Mail schreiben und ihm sagen, hey, ich habe alles bekommen. Und ja, Mann, falls ich irgendwann nochmal eine Antwort bekommen sollte, werde ich das safe auf Instagram euch zeigen. Deswegen, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann wird sie die höchste Eisenbahn. Tschüss. Es werden hier auf jeden Fall noch Vlogs kommen aus Australien. Es werden noch andere Vlogs kommen. Und ja, es werden auch noch USA-Vlogs kommen. Von vor einem Jahr? Von dem, wie lange ist das jetzt? Ja, Mann, aber Leute, ich bin auf jeden Fall am Start und ich hoffe, ihr auch. Liked, abonniert, checkt auf jeden Fall meine TikToks aus, checkt meine Musik aus und checkt auf jeden Fall aus Hotels aus, wenn ihr auschecken.